Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe hier einen Reef Power USB Ladeadapter, also so Strom, Strom rein, Strom raus und hier drei USB-Geräte, die man laden kann. Das Ding ist kaputt, wir schrauben es heute mal auf und versuchen es zu reparieren und schauen uns dann mal an, was so drin ist, was für Bauteile verbaut sind. Hoffentlich kriegen wir es auch repariert. Mein Sohnemann wäre sehr glücklich drum. Ah ja, bevor ich es vergesse, haut noch alle gleich ein Abo raus, bevor ihr es vergesst. Dann viel Spaß beim Video. So, dann schauen wir uns mal an, was da so drin verbaut ist. Einmal hat man hier quasi das Gehäuse oben drüber und die Steckdose selber ist ja drehbar. Also, dass man die einmal so verwenden kann. Und die Mechanik da dahinter ist schon mal sehr abenteuerlich. Man hat hier unten quasi die zwei Kabel, die da dran sind. Und ja, die drehen sich hier halt so hin und her. Und die Streifen hier an den Bauteilen. Und wo sie gerade lustig sind. Und irgendwann werden sie wahrscheinlich durchgescheuert sein. Und dann ist das an sich generell schon mal so konstruiert, behaupte ich mal, dass das eh schon irgendwie kaputt gehen muss. Was ich hier sofort sehe, und das macht mir schon mal Hoffnung, ist eine Sicherung F1. Also vermutlich entweder ein Widerstand, der durchschießt, oder auch wirklich eine Schmelzsicherung. Kann ich jetzt so gar nicht erkennen, könnte eine Schmelzsicherung sein. Vermutlich ist es einfach die, die auch kaputt gegangen ist. So, wir haben aber noch Schrauben drin, drei Stück. Wir müssen es also noch weiter auseinanderschrauben. Hier hat man Kunststoffsteg im Gehäuse drin und hier eine Ausfräsung in der Platine, was somit hier den nötigen Isolationsabstand zwischen USB-Steckern und hier dem 230 Volt-Teil macht. Habe jetzt auch noch nie gesehen, so in der Art. Also interessante Konstruktion, gefällt mir ganz gut. Zusätzlich noch mal ein weiteres Kunststoffteil. Also so halten die hier quasi den Isolationsabstand ein. Kann man gut erkennen. Die Leiterbahnen auch einfach 1 zu 1 direkt durchverbunden, so wie es ausschaut. Die Datenleitungen sogar, wie man auch ein wenig erkennen kann im Layout, wie man auch hier unten erkennen kann, die Datenleitungen mit einem Chip verbunden, denn iSmart, das Ding muss ja irgendwie ja, mit dem Gerät kommunizieren, damit es weiß, wie viel Strom und so das überhaupt haben darf. Also hier einmal etwas Intelligenz mit drin. Da oben etwas unschön nachgelötet, die Widerstände, Dioden hier oben. Sieht aber noch ganz aus, das ist glaube ich nicht der Grund, warum das Ganze kaputt ist. Diode sieht gut aus. Hier so die klassische Aufbauschaltung, wir haben hier die 230. Gehen wir es mal von vorne durch, oder? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Wir kommen hier mit 230 rein. Hier einmal ums Eck geführt, also man hat eher einen Kabelbruch, anstatt dass die Lötstelle kaputt geht. Finde ich schon mal mitgedacht von den Leuten, sehr, sehr schön. Wir haben einmal die 230 N und L, gehen dann über die Sicherung auf eine kleine Drossel, auf einen Kondensator, Vorwiderstand wieder das übliche, denke ich mal, und dann direkt auf einen weiteren Transformator, um dann hier auf den Brückengleichrichter zu gehen. Wir haben also hier noch die 230 mit etwas Vorwiderstand wahrscheinlich schon runtergetaktet und kommen hier hinten mit Plus und Minus raus, haben da wahrscheinlich eine doch relativ hohe Spannung liegen. Die Spannung wird hier über den Chip vermutlich runtergetaktet. Der Chip wäre ein SC1226H. Hier oben entsprechend der Flyback-Transformator vermutlich, A und B. Hier kommt man mit der Trafo-Wicklung raus. Das Ganze vermutlich komplett galvanisch getrennt. Nochmal eine Kontroll-LED und natürlich einen Haufen Kondensatoren zur Glättung. Aber so ungefähr der Aufbau. Über den SC1226K findet man jetzt nicht wirklich was. Wir kommen also hier von unserem Stepwandler und haben hier eine ganze Kombination Bauteile. Wir haben hier zwei Dioden, einen Widerstand, der vermutlich irgendwie den Strom misst. Und wir haben hier einen dicken SO8, und zwar einen BA6H13. Hat relativ interessant die Pads angeschlossen. Man kann das hier erkennen, hier unten die vier sind komplett kurzgeschlossen. Hier oben sind drei kurzgeschlossen und ein einzelner geht frei. Das ist ein MOSFET, also der einzelne wäre vermutlich Skate und das andere drehen und Source entsprechend. Und was ich vorher schon gesagt habe, hier diese kleinen Käferchen,
SO23-6, also 6-Pin SO23, UC2634. Das ist ein interessanter Chip, den sollten wir uns mal merken, im Hinterkopf behalten. UC2634, das sind Dual-USB-Charge-Emulatoren. Also die gaukeln quasi dem, oder die reden quasi mit dem Gerät und sagen dem dann zum Beispiel, ja, du bist jetzt ein, keine Ahnung, Samsung-Gerät und du brauchst jetzt 2 Ampere, oder du bist ein Apple und willst jetzt schnell laden und so weiter. Die zwei Chips sollten wir uns mal im Hinterkopf behalten. An sich sieht das jetzt alles ganz gut aus soweit. Ich denke mal, dass wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit einfach die Sicherung kaputt sein wird. Deswegen messen wir jetzt die einfach mal durch. Wie messen wir, ob die Sicherung funktioniert? Ganz klar mit unserem Multimeter. Wer es nicht weiß, Sicherungen kann man entweder über die Ohmmessung durchführen, also da müssten wir ungefähr 0 Ohm messen, oder einfach mit dem Durchgangsprüfer. Bedenkt, das Multimeter gibt euch einen kleinen Strom raus, also wenn ihr jetzt 10 mA Schmelzsicherungen messen wollt, klappt das eher nicht. Da sollte man aufpassen. Die Sicherung ist hier und hier. Und die hat tatsächlich noch Durchgang. Das heißt, die Sicherung ist noch in Ordnung. Das bedeutet, dass wir das Problem irgendwo anders suchen müssen. Also, wir nehmen Trenntrafo, stecken mal die 230 ein und messen uns da mal ein wenig durch die Schaltung. So, die Schaltung befindet sich nun hinter einem Trenntrafo. Wir können also mal mit Wechselspannung einfach mal messen, ob die 230 Volt überhaupt hier ankommen in unserer Schaltung. Und dann sieht das Ganze schon mal ganz schön spannend aus, denn wir haben hier scheinbar schon mal keine 230 Volt, die vom Kabel kommen. Also am Trenntrafo kommen definitiv die 230 an. Das heißt, wir müssen schon mal ein Stück tiefer gucken, warum wir jetzt die 230 nicht auch hier irgendwo haben. Ich messe jetzt sicher, jetzt habe ich, bevor ich an der Schaltung noch lang rumfingere, mal die Spannungen der Elkos. Nicht, dass die noch irgendwie geladen sind und mir nachher gleich eine scheuern werden, wäre ja nicht das. Erste Mal bedeutet, wir haben also hier irgendwo in der Verkabelung schon ein Problem. Hier kann man aber erkennen, dass irgendwas schon abgebrochen ist. Ich bezweifle ja, dass ich das Ganze jemals wieder zusammenkriege, vor allem weil hier auch schon irgendeine Schraube abgebrochen war. Das war das, was man da vorher schon gesehen hat. Naja, wir messen mal durch. Das Ganze sieht an sich ganz gut aus. Wir messen also mal den Widerstand zwischen dem Anschluss und dem Anschluss. Und sind da schon mal hochohmig. Und dann messen wir noch den Widerstand zwischen dem Anschluss und dem Anschluss und sehen, da sind wir niederohmig. Bedeutet also für uns ganz klar, so leid es mir tut, wenn wir jetzt ein bisschen wackeln, jetzt wird es niederohmig, jetzt wird es hochohmig. Das, was ich vorhin schon gesagt habe, wir haben hier eine Sollbruchstelle. Leider Gottes ist das Ganze nicht alt genug, als dass ich sagen würde, ja cool, kaputt gegangen. Wir haben hier irgendwo einen Kabelbruch drin. Und das ist meiner Meinung nach jetzt nicht wirklich irgendwie zu reparieren, das Ganze. Weil, wenn ich jetzt hier das Kabel rausmache und gegen ein neues ersetze, dann dauert das nicht lang. Und dann ist das Kabel wieder kaputt. Ich kann es, einzige, was ich jetzt reparieren kann an dem Ganzen, ich kann das wieder zusammenbauen. Und dann klebe ich das Ganze mit Heißkleber einfach fest, dass diese Drehfunktion weg ist. Dann tausche ich quasi das Kabel aus, entferne die Drehfunktion und dann kann man es halt nur noch gerade einstecken. Aber besser gerade einstecken als komplett wegwerfen, würde ich jetzt mal behaupten. Der Kontakt hier geschraubt, hier einfach gelötet. Das heißt, den können wir problemlos tauschen. Wir messen das Kabel jetzt sicherheitshalber nochmal durch, nur um auf Nummer sicher zu gehen. Ich gehe auf Durchgangsprüfung, wir haben keinen Durchgang und wenn wir jetzt am Kabel wackeln, ach, ich spüre es schon hier an der Stelle. Ja, kurz hat er gepiepst. An der Stelle, man sieht es auch, glaube ich, ganz gut im Video jetzt. Hier ist definitiv das Kabel
abgerissen, was ich ein bisschen schade finde. Wir verwenden aber auf jeden Fall die Isolierung drumherum für unser neues Kabel. Hier wird auf Nummer sicher gehen. Tausche jetzt das zweite Kabel auch noch gleich mit, weil wenn das erste schon einen Knick hatte, dann wird vermutlich auch das zweite an derselben Stelle, genau an der Stelle, das hat noch Kontakt, aber da ist natürlich auch fraglich, wie lange es diesen Kontakt noch haben wird. Deswegen tausche ich auch das Kabel aus. Bevor wir jetzt weiter schrauben und das Ganze wieder zusammenbauen, schauen wir uns natürlich erstmal an, ob es wieder funktioniert. Vermutlich leuchtet hier die rote LED, wenn wir das Ganze einstecken. Das Ganze hängt hier wieder am Trenntrafo. Ich schalte den Trenntrafo ein. Ja, wir haben hier eine blaue LED. Man kann es kaum erkennen, aber sie leuchtet. So, Trenntrafo wieder ausgesteckt. Wir schrauben es also wieder zusammen. Nicht vergessen beim Zusammenschrauben das Stückchen Kunststoff, das dabei war. Dann werden die Schrauben angeschraubt. Dann kommt das Konstrukt hier rein. Und dann sehen wir gleich weiter. Somit wird es auch wieder zusammengeschraubt. Ich stecke es nochmal ein zum Testen, ob es funktioniert. Ja, die blaue LED leuchtet sehr, sehr, sehr dunkel. Aber ich glaube, man kann es erkennen. Und wir testen das Ganze jetzt auch noch gleich. Dafür verwende ich jetzt einfach irgendeinen uralten USB-Stick, den ich eh nicht mehr brauche, falls er kaputt gehen sollte. Und stecke den da mal ein, zum Schauen, ob das Licht angeht. Weil dann haben wir 5 Volt. Hier geht es an. Hier geht es an. Und hier geht es auch an. Perfekt, somit haben wir ihn repariert. Ich bin ganz froh, die Drehfunktion ist deaktiviert, das hält jetzt hier fest. Also wir sehen das Teil dann wieder, wenn die Sicherung kaputt geht, dann kann ich es wieder aufmachen und dann die Sicherung tauschen. Vielen Dank fürs Reinschauen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn euch so Videos gefallen, haut einen Daumen rein. Vergesst nicht zu abonnieren, wir haben jetzt über 10.000 Abonnenten, was mich mächtig freut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!